Was macht für dich einen guten Arzt aus? Ich kann vielleicht erzählen, warum es ich geworden bin. Ja. Ich glaube, das wäre irgendwie persönlicher als jetzt allgemein, das zu pauschalieren. Für mich war schon das Spannende, eben gerade über den Zivildienst und dann eben das Rettungsfahren, drauf zu kommen, es gibt sehr viel mehr, was man noch tun kann. Also zum Beispiel jetzt über die ersten Hilfemaßnahmen, über das Sanitätersein. Also da hat es mich schon extrem fasziniert, die weiterführenden Maßnahmen machen zu können, die halt dem ärztlichen Bereich vorbehalten sind. Und da habe ich mir schon gedacht, da gibt es so ein paar Momente, die entscheidend sein können. Und ich glaube, da macht es einen guten Arzt aus, jetzt in meinem Bereich, in Notfallmedizin, doch innerhalb kürzester Zeit entscheiden zu können, das ist jetzt eine lebenswichtige Maßnahme. Ich kann mich noch an eine Bauchspeicheldrüsenentzündung während des Studiums erinnern. Bleiben wir trotzdem noch bei dem Arzt sein. Du wärst auch ein guter TCMler. So. Dann hättest du aber ein ganz anderes Patientengut. Ja, wobei in der Anästhesie will ich dir mal ganz klar widersprechen. Mhm. Es ist de facto so, dass wir in einem Bereich arbeiten, wo wir immer ein Vorgespräch mit dem Patienten haben. Und da kann es mal ganz ordentlich in die Tiefe gehen, aus verschiedensten Gründen. Weil der Patient sich möglicherweise vom chirurgischen Kollegen oder der Kollegin nicht ausreichend aufgeführt hat und dann auf einmal Fragen wissen möchte, die Chirurgie zum Beispiel betrifft. Da kommen ganz viele Ängste, also jetzt von manchen Patientinnen oder Patienten, die tatsächlich Angst vor der Narkose haben. Also im elektiven Bereich, da geht es manchmal ziemlich in die Tiefe beim Narkosegespräch. Jetzt finde ich das nicht leicht, einem Patienten die Angst zu nehmen, weil sozusagen fürchte dich nicht, bringt wenig. Wie gehst du vor? Nein, ich glaube, dass ein wesentlicher Teil zum Beispiel des Vorgesprächs von einer Anästhesie tatsächlich, es ist, dem Patienten die Angst zu nehmen. Ich glaube natürlich, dass Angst zum Beispiel, ohne jetzt die genauen Pathways zu kennen, natürlich einen Einfluss auch auf das Immunsystem und ich sage jetzt einmal die Selbstheilungskräfte des Patienten hat. Das ist ganz klar. Also es ist Angst zu nehmen, Stress zu nehmen, auch jetzt in der Anästhesie Schmerz zu nehmen und Patienten haben Angst vor Schmerz, ist sicherlich etwas, was den Heilungsprozess und damit auch den Patienten beeinflusst. Ja. Das heißt, einer deiner Fokus ist auf jeden Fall immer, je weniger Schmerz der Patient hat, desto besser sind seine Heilungschancen, weil sein System stabiler ist, kann man das so? Ja, also das denke ich, ist so. Da wird es auch die eine oder andere Studie zu geben. Also wir wissen, dass jetzt auch selbst in der Notfallmedizin eine frühzeitige Schmerztherapie wahrscheinlich outcome-relevant ist. Mhm. Und ja, das andere ist die Angst vor dem Schmerz, zum Beispiel in der Anästhesie, beziehungsweise halt in der Chirurgie. Und ich meine, da stehen uns wirklich viele Möglichkeiten offen. Ja, bis hin zu Angst vor Zuständen, die der Patient nicht einschätzen kann, diesen Kontrollverlust. Ja. Das ist natürlich ein großes Thema auch. Ja. Ja. Also Angst vor Kontrollverlust. Wir verwenden natürlich Mittel, um Patienten ein bisschen die Angst zu nehmen. Also kommen ja Patienten quasi rein und man merkt, der ist nervös, der hat tatsächlich Angst. Und es gibt ja Anxiolytika, die wir verwenden. Und dann passiert es durchaus, dass die Patienten dann, wenn so die Angst ein bisschen wegnimmt, so auf einmal zum Reden anfangen. Da kommen dann ganz, ja, ich sage zum Teil spannende Geschichten, aber auch und dann wollen sie auf einmal in der Phase mit dir reden. Das ist so die eine Sache.
Körperkontakt, also Handhalten ist etwas, was Patienten in der Angst durchaus oder auch während einer Narkoseeinleitung durchaus, glaube ich, positiv, also wenn man quasi mal sie in der Hand hält. Es ist im Prinzip keine Narkose, aber ich hatte mal eine Gastroskopie, also eine Magenspiegelung, wo wir sehr wohl trachten, oder es gibt Patienten, die, und da gehöre ich quasi dazu, die da sehr wohl ein bisschen einen Dämmerschlaf haben wollen. Ja. Also ich habe zum Beispiel dieses Würgegefühl. Überhaupt nicht schaffen. Genau, und das schaffe ich nicht. Und ich kann mich an diese Gastroskopie erinnern. Also man hat mir dann, wir nennen es eine Analgosedierung, eine Sedierung gegeben. Und ich kann mich an Phasen erinnern, wo es mich halt ein bisschen gereckt hat, habe das aber nicht als unangenehm mehr in Erinnerung, weil ich mich sehr wohl an die Hand, die mich gestreichelt hat, quasi der Assistenz, in dem Moment, ich habe tatsächlich die warme Hand, die mich gestreichelt hat, wenn es mich gereckt hat, als in dem Moment eigentlich sogar positiv in Erinnerung, ja, während dieser Sache. Ja. Gehen wir wieder zurück zum Bauchspeicheldrüsenentzündung. Wie ist das damals abgelaufen? Da war mal eine Gastroskopie und ich meinte, ja, okay, ich habe zwar so ein bisschen Gastritis, aber das erklärt es nicht. Ich soll am nächsten Tag wiederkommen. Es ging mir dann immer schlechter und am nächsten Tag haben sie dann jetzt doch den Verdacht geäußert und haben dann einen entsprechenden Labortest gemacht. Und ab dem Moment hieß es, ja, also ins Bett, nicht mehr aufstehen, wir machen eine CT-Untersuchung. Und das war dann auch recht spannend, weil ich quasi als Arzt auf der anderen Seite ja oft mit Patienten im Computertomographen war. Und wenn wir das Kontrastmittel anhängen, dann sagen wir dem Patienten, es wird ein bisschen warm. Und dann war ich auf einmal in einer anderen Situation und war als Patient, der ein Kontrastmittel-CD bekommt. Und, ja, und dann muss man die Luft anhalten. Und in dem Moment geht aber das Kontrastmittel tut nicht weh, aber da kommt so eine Hitzeschwalge und dann musst du jetzt auch noch die Luft anhalten. Ich habe gedacht, was wir von den Patienten wollen, und das ist nicht ein bisschen warm, das ist in dem Moment quasi die Hitze, wie sprichwörtlich in der Hölle gewesen. Ja. Also war eine ganz spannende Erfahrung. Und auch, ich war in dem Krankenhaus, wo ich damals auch gearbeitet habe. Wow. Ich bin, auf einmal habe ich mein Krankenhaus in einer völlig neuen Perspektive kennengelernt. Ja. Ich habe Teile von dem Krankenhaus angefangen zu sehen als liegender Patient, die ich in meinem ganzen beruflichen Leben vorher nie wahrgenommen habe. Ja. Medizinisches Detail am Rande. Die Ärzteschaft neigt dazu, dass sie Kurvenvisiten vor dem Zimmer macht. Ich habe das im Turnus schon immer recht komisch gefunden. Ich dachte, die hören doch drinnen eh alles. Jetzt war ich auf einmal auf der anderen Seite bei geschlossener Tür und sehe, wie die draußen vor der Tür über mich reden. Ja. Also ich höre es. Ich habe es nicht gesehen, ich höre es. Das war anstrengend, oder? Ja. Aber auch lehrreich, weil es doch so bestimmte Sachen bestätigt hat oder Sachen, die ich als Arzt gerne anders machen würde, als sie quasi immer so gemacht wurden. Ja. Notarztwesen und Suchtpotenzial, das ist eine provokante Frage. Es ist ja tatsächlich im Prinzip absurd. Ja. Wir sitzen am Stützpunkt und wir warten drauf, dass was passiert. Ja. Also ein Dienst, wo wir nicht ausrücken, so verrückt das klingt, das wäre langweilig und das wäre im Prinzip, wäre eigentlich schade um die Zeit. Also wir sitzen tatsächlich am Stützpunkt und warten drauf, dass was passiert. Jetzt kann man sagen, es passiert ja nicht deswegen, weil wir drauf warten, sondern wir warten drauf, dass was passiert, um dann eben intervenieren zu können. Das mag das Beginnen von der Alarmierung des Piepsers, ja, bis zu dem, also allein schon, dass der Piepser mal läutet, ist wahrscheinlich da, wo der Adrenalinkick mal am höchsten sogar ist, ja, dann kommt quasi die Meldung, was hat's, ja, wohin müssen wir, was sind die Bedingungen, dass wahrscheinlich am Anfang so dieser Adrenalinkick, vielleicht brauche ich das? Das weiß ich nicht. Also es hat schon seinen Reiz. Es schaut so aus. Ja. aber dann schon die fachliche Herausforderung, das Problem als solches dann dort zu lösen. Wir sind mit Tod konfrontiert. Ja. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir irgendwo hinkommen, wo Patienten schon tot sind. Ja. Es ist hin und wieder der Fall, dass wir zu Patienten kommen, die
die quasi sterben und wir nicht mehr intervenieren können oder die Intervention als solches den Patienten nicht mehr retten kann. Ja, es sind die Interventionen, wo es in ein paar Fällen oder ich sage in einem gewissen Prozentsatz, das, was wir machen, wirklich das Leben des Patienten rettet. Und ich glaube, das sind die Einsätze, auf die wir eigentlich warten. Da gab es natürlich einen Einsatz, wo quasi ein zweijähriges Kind ertrunken ist und wir quasi im Team, also jetzt schon mit dem Vorteam, wir dann das nachfolgende Team im Krankenhaus letztendlich das Leben dieses Jungen tatsächlich retten konnten, war zum Beispiel so eine Geschichte, wo wir eben nach dem Einsatz dann am Stützpunkt gesessen sind und dachten, das Schönste, was uns passieren könnte, ist, wenn der Junge irgendwann einmal reinkommt. Ja. Und das war dann tatsächlich so. Ja. Und witzigerweise, ich habe den auch vor ein paar Jahren im Schwimmbad wieder getroffen. Das war ein großer Lacker. Ja. Und eben, die Eltern haben uns auch als, also die Eltern kannten mich und ich kannte die Eltern, wir haben uns da im Schwimmbad gesehen und das war sofort klar, ein gelungener Einsatz, ist nicht immer so, aber so wie du sagst, da ja, kriegst du Gänsehaut, kriege ich Gänsehaut, das ist wirklich ganz spannend. Ich persönlich steige irrsinnig gerne in einen Hubschrauber, also sowohl jetzt vom Fliegerischen her als auch im Englischen gibt es so schön den Ausdruck in die Missions, die wir machen. Mhm. Ja, also im Deutschen passt die Mission jetzt nicht, aber quasi die zu dem Rettungseinsatz zu fliegen, das finde ich immer eine schöne Herausforderung, die letztendlich die Berufung ist, warum ich überhaupt in die Medizin initial gegangen bin. Mhm. Ich habe persönlich keine Angst vorm Fliegen, ich habe auch keine Angst vorm Absturz, weil ich mir denke, wenn es ist, dann ist es so. Das kann ich jetzt drinnen sitzend nicht unmittelbar beeinflussen, kann aber oft dann sowohl als Crewmitglied, aber trotzdem zur Sicherheit beitragen und zum Beispiel den Flugraum beobachten. Das ist halt eine Aufgabe, die ich schon aktiv wahrnehme. Mhm. Und manchmal sehe ich hinten sogar etwas, was vielleicht die vier Augen nicht vorne sehen. Aber ich kann wirklich sagen, ich steige angstlos in den Hubschrauber ein. Ist, wenn wir vorher auch so über Kontrollverlust gesprochen haben, in dem Moment kann ich quasi das abgeben und dem Piloten übergeben. Mhm. Wie gesagt, nach wie vor mithelfen. Spannender wird es dann schon, wenn wir am Seil unten hängen. Da ist, das ist wirklich auch für mich eine ganz große Herausforderung im Sinne von Kontrollverlust und auch so von der Technik abzuhängen. Mhm. Im Hubschrauber drinnen sitzen, fällt einem das gar nicht so auf. Wenn man dann am Seil quasi, am dünnen Seil, im wahrsten Sinne des Wortes, an einem Faden, so wie wir es sprichwörtlich auch oft verwenden, hängt, da macht der Körper mit mir durchaus spannende Reaktionen, die, obwohl im Geist weiß, es passt alles, gibt es durchaus ein kribbelndes Gefühl, sich in diese Technik also auf 100% einzulassen. Ja. Und glaubst du, wird sich das ändern in 10 Jahren? Nein, es wird sich nicht ändern. Das wird sich nicht ändern, weil das ist offensichtlich ich bin jetzt 13 Jahre in der Flugrettung, macht vielleicht sogar auch den Reiz irgendwie aus. Im Kopf habe ich nicht Angst, aber das Witzige ist, dass der Körper ein bisschen anders reagiert, wenn auf einmal unter dir der Boden weg ist, oder? Also, wie soll ich sagen, Intensivpatienten nahe vor dem Tod, die unruhig werden, die wir natürlich sedieren können, dass die ganzen Sachen nicht hochkommen. Würdest du das als sinnvoll erachten, dass sie sozusagen in diesen Phasen gedämpft, aber entspannt sind? Oder ist es, glaubst du, sinnvoller für sie, dass sie so bei klarem Bewusstsein die letzten Stunden und Tage haben? Und ich weiß nicht, ob du solche Menschen auch betreust. Ich habe in der Vergangenheit einige solche Menschen betreut.
ich glaube, da sind wir jetzt auch nochmal bei dem Aspekt, wo ja Intensivmedizin und Anästhesie sehr ähnlich ist. Das eine ist quasi die Schmerzkomponente und das andere ist die Bewusstseinskomponente. Mhm. Ich glaube, dass das, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, vor allem sterbende Patienten, die sollen und müssen vor allem, und das ist ganz wichtig, keine Schmerzen haben. Mhm. Ja. Da können wir, glaube ich, ganz gut eingreifen. Und meine persönliche Meinung ist, dass wenn man das entsprechend hinkriegt, die Sedierung als solches nicht unbedingt notwendig ist. Mhm. Ja. Also würde ich jetzt für mich selber, ich hätte gerne eine suffiziente Schmerztherapie, aber wenn es vom Krankheitsprozess her, also von den, sage ich jetzt, Invasivitäten, die in der Intensivmedizin manchmal notwendig sind und wir Patienten deswegen auch sedieren müssen, damit sie es zum Beispiel tolerieren, wenn ein Beatmungsduos drinnen ist. Aber wenn ich das wegnehmen kann, würde ich persönlich für mich mir keine Sedierung wünschen, eine suffiziente Schmerztherapie, aber keine Sedierung in diesem Prozess des Sterbens. Ja. Okay. Ich habe interessanterweise, also mich mit Beethoven-Symphonien, alle neun, so, dass man sie gerade noch hört, dauernd gespielt, dass ich Pato gelernt habe. Ja. Und ich habe diese drei Holzmann-Skripten gehabt. Und erste Seite, wie viele, das hat so 200-300 Seiten so ein Skriptum gehabt, oder? Ja. Erste Seite bis zur letzten, zweites Skriptum, drittes. Und ich glaube, ich habe die 6-7 Mal gelesen mit Beethoven. Und dann bin ich zum Kreppler gegangen und habe einen Einser gekriegt. Dank des Beethovens, glaube ich. Es ist spannend, dass du das jetzt gerade sagst. Es gibt für mich zwei Musikstücke, wenn die abspielen. Das eine sind, dann habe ich medizinischen Stoff im Kopf. Ja. Ja. Das eine ist, glaube ich, Mahalia Jackson. Okay, das ist cooler. Greensleeve of Summer. Und ich glaube, Danny Boy, da kommen diese ganzen chemischen Formeln, die wir damals gelernt haben. Weil ich habe damals ich assoziiere wirklich die chemischen Formeln mit der Musik. Und das andere, wie du gerade Pato auch gesagt hast, ich habe viel in der Nacht gelernt und da war mal auf Ö1 auch so eine David Darling Cello. Und das war auch so ein Flash. Und ich habe dieses Pato-Lernen mit dieser Musik assoziiert. Und als ich die Prüfung geschafft habe, bin ich zum EMI, glaube ich, in der Kärntner Straße gegangen und haben mir diese CD gekauft. Ja. Damals konnte man noch nichts runterladen. Ja. Und assoziiere das heute auch eigentlich mit dem positiven Absolvieren der Pathologieprüfung. Ja.